aber auch noch einen von. Okay, das Ding kann ich irgendwo hinsetzen. Na, verrückt. Okay, das brauchen wir aber noch nicht. Hier ist noch so ein Stern. Hier muss doch irgendwo jetzt noch so eine Muschel sein. Kann doch nicht so schwer sein. Hier. Und natürlich noch eine. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann auch noch Perlen sammeln. Hier ist noch eine Muschel. Okay. Schwere Geburt. Okay, ich dachte, dass da oben wäre vielleicht eine Muschel, aber wir hatten hier auf jeden Fall Stern und. Okay, der zählt nicht dazu. Hier ist auch noch einer. Und dann gehen wir mal rein. Da gibt es Perlen. Da gibt es auch noch eine Perle. Hier ist der letzte Stern. Die Muschel hängt noch im Netz fest. Die Muschel hängt in der Vase fest. Okay, haben wir irgendwas zum Schneiden? Brauchen wir gar nicht. Okay, jetzt brauchen wir davon 6 Stück. Okay, es gibt noch eine Muschel. Hier hinten. Und noch eine. Und hier brauchen wir jetzt die Propellerteile, okay. Muscheln. Also wenn es überhaupt die letzte ist, vielleicht sind ja noch zwei, aber ich denke, da wir schon zwei hier hatten. Na, vielleicht muss hier erst irgendwas weg, keine Ahnung. Moment. Müssen wir nicht. Ne, müssen wir nicht, okay. Die mussten wohin? Ach ja. Was haben wir denn hier unten eigentlich? Auf jeden Fall das Teil. Nein, da müssen wir später nochmal ran. Aber auf jeden Fall welche von diesen Speichen irgendwo. Vielleicht machen wir erstmal die Tür auf. Okay. Ich verstehe. Unwahrscheinlich. Da kann auf jeden Fall nicht pink sein. Also muss hier eins von den grünen sein. Also wissen wir. Also kurz zur Erklärung. Wenn hier pink wäre, müssten hier links und rechts gelb sein. Da wir hier aber kein gelbes haben, kann pink nicht in die Mitte zeigen. Das heißt, es muss eins von den grünen sein. Weil gelb kann ich in die Mitte zeigen, weil wir hier kein gelbes haben. Das heißt, das mittlere Rad muss mit dem grünen auf jeden Fall nach da zeigen. So, jetzt ist nur die Frage, muss das so oder muss das noch ein weiter? Aber damit kann man ja schon mal arbeiten. Dann wissen wir. Aber wir haben hier gar kein Blau. Aber es war so logisch. Was könnte so sein? Aber auch nicht wirklich. Oh, es muss hier gar nicht hin. Oh, hier ist in der Mitte gar keine Verbindung. Okay, da hätte ich vielleicht mal drauf achten sollen. Gut zu wissen. Okay, dann müssen wir. Ah, shit. Okay, dann fangen wir doch hier an, weil. Okay, das ist doch schon mal. Das sieht ganz gut aus. Grün muss nach hier gehen. Also könnte auch noch hier gehen, aber blau muss nach hier. Aber das passt nicht. Also hier oben dann nicht. So geht's.
Okay, dann gucken wir doch mal da rein. Schildkröte. Ah, wir können den Dolch auch nochmal verwenden, ich verstehe. Für die Perlen, die wir noch nicht haben. Beziehungsweise die wir noch nicht brauchen. Okay, irgendwo ist hier eine Muschel, die ist hier. Und ich habe noch keine Ahnung, wie diese... Ach, das ist einfach das hier, oder? Ah, okay. So, hier muss irgendwo noch so ein Knochendings hier sein. Kann ja halt auch überall sein. Es ist aber in Wirklichkeit hier. Es gibt aber noch eins. Schmiegt sich doch wahrscheinlich auch irgendwo ganz elegant an, oder? Au, das war mein Handgelenk. Ich sehe es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall das letzte Propellerteil. Kann ich das Ding nicht irgendwo draufsetzen? So. Okay, sehen wir hier gerade noch irgendwo einen Knochen? Eine Perle sehe ich, aber die brauchen wir natürlich nur nicht. Knochen könnte hier... Nee, der würde sich nicht so bewegen. Hier unten? Nee. Ja, doch schon, aber den muss ich sauber machen, oder? So geht es. Okay, dann haben wir hier immer noch ein Muschelteil. Das ist eine von den Schildkröten. Ich habe das Gefühl, wir müssen auch erstmal irgendwie... Wo musste das hin? Die müssen darauf... Wir doch erstmal die Muscheln. Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist noch Knochen auf jeden Fall. Die Rampe hat ein Loch. Von welcher Rampe sprechen wir jetzt? Ja, die Rampe hat dann doch. Ach so. Ja, okay. So viel dazu. Ich habe das Minispiel mit dem Rad in der Tat nicht als Tipp verstanden. Also hier passiert ja mit dem Rad auch nichts. Ich würde tatsächlich lieber hier unten noch den Knochen finden. Können wir das Ding irgendwo draufsetzen? Nee, okay. Ach nee, das hatten wir ja schon dahin gesetzt, damit es... Ja, ja, richtig. Das Würstchen, ja.
habe ganz viele Perlen und irgendwie Dino-Nupsis hier, aber wir brauchen wir die alle noch nicht. Krabben habe ich auch schon noch in Löcher gefunden. Ja, hier war nichts mehr. Oh, was ist denn hier dieser Muschel unten rechts? Ich muss hier keine Muschel mehr finden. Und ja, hier ist eine Muschel. Oder hast du einfach so viel Stream Delay, dass du einfach noch in einem anderen Fenster bist? Muschel unten rechts. Was? Die habe ich null gesehen. Ich habe nicht mal gesehen, wo die hergekommen ist. Okay. Gut, Fazit. Wir müssen jetzt aber trotzdem irgendwo her. Also entweder müssen wir jetzt was finden, wo wir die anderen Sachen einsetzen können. Oder... Nein, nicht wieder da rein. Oder irgendwo... Ist hier oben noch eine Muschel, aber hier müssen wir auch nichts finden. Also, oder wir müssen jetzt mit den Knochen weitermachen. Okay, und jetzt habe ich offiziell nirgendwo mehr, wo ich noch was machen kann, oder? Also ich kann hier die beiden Dinger nicht machen. Hier auch nicht. Kann ich hier noch was machen? Ach was. Okay. Vollkommen klar. Und dann können wir da hochgehen. Und dann haben wir hier doch bestimmt irgendwo eine Metallplatte, oder? Okay, jetzt brauchen wir wie viele Schildkröten? Drei Stück nur? Aber drei sind schon hier drin, okay. Wir haben hier aber auf jeden Fall noch einen Knochen. Komm mal drauf, ey. Es ist auf jeden Fall noch eine Perle da drin. Dann haben wir hier aber auch... Ah, hier ist die Platte. Hier ist noch so ein Teil. Ach, das war das Ding. Ja, okay. Dann suchen wir Schildkröten, würde ich sagen. Gott, ich habe total vergessen, wo sie waren. Wundert das wen? Hier war keiner, okay. Also ich weiß, eine war auf jeden Fall hier unten drin, nämlich hier im Fenster. Wenn sie irgendwann mal wiederkommt. Come on. Danke. So, hier ist nichts. Aber hier waren Schildkröten, nämlich hier. Und hier. Jetzt gelb? Was? I don't get it. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert.
So. Ach shit. Das war Unfug. So, dann kommt Gelb an die Reihe. Das wäre andersrum wahrscheinlich auch irgendwie einfacher gewesen, aber so funktioniert's. Dann haben wir Rot. Nee, irgendwie nicht. So. Ach shit. Warum rot? Rot, da kommen wir doch gerade her. Ich find, wir haben lila. Manchmal bin ich auch einfach ein bisschen verstrahlt, ne? So, das heißt, das war prinzipiell schon richtig. Und dann. So. Finally. Das Rad 18 Grad nach links gedreht. Ja, ja. Okay, dann geht's hier noch hoch. Und hier ist der letzte Knochen. Finally. Außerdem brauchen wir hier 37 von diesem Plättchen. Nein, nur 9. Jetzt brauchen wir wie viele von den Krabben? 8. Ach. Okay, kann ich dir das Ding irgendwie geben? Das wäre. Ja, ich hab's ja verstanden. Das? Nein. Ja, die Perlen kommen ja auch noch. Das habe ich schon wieder völlig vergessen. Irgendwo ist noch so eine Platte. So ein Holzdingsi. Aber wo? Ah, das war's. Wir könnten natürlich theoretisch auch erstmal den Spaß hier einsetzen. Dann rollert das schon mal weg. Dann brauchen wir da gleich nur noch das Segel. Hier ist auf jeden Fall alles gefüllt. Okay, aber hier drin war auch noch was. So, dich hätten wir da. Dich hätten wir da. Das hätten wir hier. Dann sind wir da fertig. Okay. Dann gehen wir nochmal einen runter. Und hatten hier noch was in der Kiste? Ja, dich auf jeden Fall. Außerdem möchte ich immer noch gerne diese Schere mitnehmen. Aus unerfindlichen Gründen hier noch so ein Teil. Und hier ist eine Platte. Da gibt es aber noch eine von. Die ist hier. Alright, so langsam wird das doch was. Einmal, zweimal, dann haben wir die komplett. Nee. Auf jeden Fall noch eine Perle. Hier.